Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist eine DM und Rossmann Haul. Mein Bruder mit seiner Frau war bei DM und ich habe heute bei Rossmann 4 Teile für mich gekauft. Ich habe bei Rossmann heute eine so tolle Idee gefunden. Wahrscheinlich das ist das beste jetzt endlich Lösung für meine Schminksammlung. Vielleicht das wird für euch auch sehr interessant. Übrigens, heute bin ich ohne Augen-Make-up. Vielleicht schaffe ich noch für euch heute mit dieser Lidschattenpalette von Charlotte Tilbury eine Augen-Make-up kreieren, weil ihr habt mich in diesem Video nachgefragt, okay? So, wir werden jetzt starten mit Rossmann Haul und ich zeige euch als erste diese tolle Sache, was ich für mich heute entdeckt habe, aus dieser Ideenwelt, Schubladenteile. Kennt ihr das? Habt ihr schon das gesehen? Ich habe das zufällig heute entdeckt. 6 Elementen, ca. 38 cm. Also, man könnte in seine Schublade, es muss nicht unbedingt für Schminken Schublade sein, ich probiere das, aber es, ja, überall man könnte das wahrscheinlich benutzen. Seht ihr? Also so eine tolle diese Idee, also solche Plastikteile und dann man könnte natürlich, ja, das weiß man, ja, so, genau, und dann man könnte trennen, wie man will, ja, breit, breit, nicht breit. Na gut, bevor ich kaputt mache. Dann, endlich, habe ich nicht vergessen. Aber ich wollte von Balea, aber zum DM wieder zurückgehen, habe ich keine Lust gehabt. Deswegen habe ich von Isana erst einmal genommen, um zu probieren. Vielleicht auch sehr gut. Beruhigende Aftershave Balsam für Beine und Körper mit Panthenol und Mandelöl. Ich habe schon lange gemerkt, dass wenn ich nach dem Rasieren Beine oder Depilieren zum Beispiel keine dieser Aftershave benutze, dann bekomme ich riesige Irritationen, Irritierungen, rote Pickel. Wenn ich benutze Aftershave, wird nichts passiert, aber nicht bei jedem. Also diese ist für mich neu. Ich hoffe, dass es auch sehr gut. Oh, riecht tatsächlich sehr gut. Das gefällt mir. Richtig erfrischend und fühlt sich erfrischend. Oh, das gefällt mir wenigstens. Na gut. Erste Mal habe ich mir jetzt zum Probieren von Garnier Mineral Magnesium Ultra 3 48 Stunden langhaltende Schutz vor Achsennässe. Antitransparent, 0% Alkohol, lässt die Haut atmen. Achsenrolle, Deo-Rolle. Achsenrolle, Deo-Rolle. Oh, das riecht so gut. Das riecht nach Mimose ein bisschen. Also kaufe ich mir erst einmal. Normalerweise ich liebe von Dove, ihr wisst ja, so meine Lieblings. Wenn ihr habt schon ausprobiert, dann schreibt mir bitte in den Kommentar, was sagt ihr dazu. Ich bin tatsächlich richtig gespannt, was Neues aus Testen. Dann letztes Produkt von Rossmann, das brauchen wir tatsächlich dringend. Von Marke Frosch Glasreiniger Spiritus. Ja, ihr kennt, ja. Das war erstmal Rossmann Haul und jetzt DM, das was meine Familie hat mitgenommen. Akuha und Bartschneider Set. Mein Bruder, der wollte ja Haare schneiden, selber, oder seine Frau. Keine Ahnung. Aber stopp, das ist nicht von DM, das ist von Rossmann. Ideenwelt, das ist Rossmann. Na gut, wenn ich habe etwas durcheinander gebracht, dann es tut mir leid. Nur Rossmann, ja, sehe ich, hier steht. Ich hoffe, ich schaffe noch heute Charlotte Tilbury für euch Video machen. Okay, sowas haben sie mitgenommen. Das sieht so aus. An die andere Seite, das sieht so aus. Und gibt es noch eine sehr interessante Tools? Ich muss euch sofort zeigen. Na, hier, ich habe das schon gesehen, kurz. Oh, Nasen- und Ohrhaarschneider. Mein Bruder ist mutig, ganz ehrlich. Ich weiß, dass mein Mann wird sowas nicht akzeptieren. Also, ich weiß nicht, dass es so tut weh, ich denke. Aber kostet übrigens ganz günstig. 2,99. Das ist auch von dieser Ideenwelt. Ich bin gespannt. Jetzt DM. Also, das war Rossmann. Die war doch bei Rossmann. Sie sind erwischt. Profissimo. Wasserreistütchen. Das hat meine Schwiegerin wahrscheinlich für die Kinder, um Eis selber vorbereiten. Seht ihr? Das ist diese Einweg wahrscheinlich Tüten, ja? Super. Hier drin sind 24 Stück. Dann von Bad Heilbrunne Schlaf- und Nerventee. Ja, so tatsächlich, meine Familie besonders geht immer noch nicht gut.
Das ist ein kleines Update, okay, für meine Zuschauer, die kennen diese Geschichte, die folgen mich schon lange. Und also die brauchen ab und zu diese Schlaftabletten, also etwas so Beruhigendes. Gibt es so schlimme Tage, alle haben seine Gedanken im Kopf. Wir halten zusammen und wir sind glücklich, dass wir zusammen sind. Es ist ganz, ganz wichtig für uns und ich freue mich, dass ich könnte meiner Familie helfen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem... Das hier im Herz, bei jedem und, oh Gott, sorry, passt nicht zum Haul, zum Amüsierungsvideo, aber es ist mein Leben und ja, ich habe ein bisschen für euch mein Herz geöffnet. Weiter, die haben noch einen Tee gekauft, Nieren- und Blasentee, dann Profissimo, Schuhpflege, Tücher, Feucht, für Leder und Kunstleder. Das habe ich selber noch nie ausprobiert. Ich benutze sehr gerne diese Schwämme, wisst ihr, extra für Wände reinigen, Schuh reinigen, damit ist super. Für mich, die sind viel günstiger und viel besser, ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil das ist extra für Leder, man könnte benutzen, vielleicht ist es tatsächlich sehr gut soll sein. Hier sind 15 Stück, aha, meine Schwägerin hat für sich jetzt Balea Vitamin C Tuchmaske gekauft. Wow, okay, die habe ich schon, ich denke, für euch getestet. Also auf jeden Fall Balea Tuchmaske mit habe ich schon ein paar für euch getestet. Bin ich gespannt, was sie sagt mir dazu. Das ist ja toll, dass sie trotzdem pflegt sich, dass sie denkt um sie. Das ist für mich immer sehr gutes Zeichen. Sie weiß, dass bei mir gibt es alles, dass sie könnte bei mir alles nachfragen, weil ich habe vieles und ich teile mit ihr sehr gerne die Sachen. Aber ja, natürlich, wie jeder Mensch, wir wollen ab und zu selber shoppen gehen, weil das macht natürlich für unsere Seele ab und zu so gut. Und dann hat sie von Balea ein Glow Dry Hitzenspray. Habe ich noch nie probiert selber. Bin ich richtig gespannt, obwohl ich habe alles und ich habe mit ihr auch mitgeteilt. Aber wie gesagt, sie wollte etwas selber testen. Bin ich richtig gespannt. Also jetzt ist was Neues. Dann habe ich sie extra selber angerufen und gesagt, bitte nicht vergessen, Gallseife nachkaufen, weil unsere war schon alle. Dann hat sie 3 Packungen mitgenommen, also eine schon in Verwendung. Ja. Ich weiß, dass diese Produkte meine Schwägerin wollte schon lange ausprobiert. Sie hat Video auf TikTok gesehen. Balea Professional Beautiful Long Magic Water, 9 Sekunden, langes geschädigtes Haar, Pflegeformel mit Keratin und Magnolienextrakt. Wenn ich sehe, auf der Verpackung 9 Sekunden, es bedeutet, dass man dürfte nicht länger tatsächlich auf die Haare halten. Diese Produkt sollte Haare laminieren. Haare sollten glatt und glänzen, sehr, sehr stark glänzen, also sehen gesund aus. Ja? Durch das diese Keratin klebt unsere Schuppen auf die Haare und dann sie stehen nicht so, ja, fluffig. Auf jeden Fall, wenn diese Zeug ist tatsächlich gut, ich wollte euch auf jeden Fall berichten, erzählen. Balea ist natürlich günstige Marke, deswegen wenn es tatsächlich gutes Produkt, wow, also dann würde ich schreien auf meinem Kanal. Kauft ihr das? Ah ja, ich wollte euch zeigen, das haben wir jetzt nicht gekauft, aber ich wollte euch zeigen, das ist das, was ich kenne. Von Schwarzkopf Gliscor Hair Repair 7 Sekunden Express Repair Core. Ultimate Repair flüssiges Keratin Perlenextrakt. Habe ich auch selber gekauft, schon lange hier, ehrlich gesagt, 2-mal benutzt. Super Produkt. Und jetzt wir haben 2 Alternative, weil Gliscor ist ein bisschen teuer als Balea. Bin jetzt selber gespannt, um die beide testen und euch dann berichten, welches doch besser. Ja, genau, das war's. Freue ich mich auf eure Feedback. Was habt ihr schon ausprobiert? Was könnt ihr empfehlen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video. Jetzt drehe ich für euch ganz schnell dann Tika Mix hol, ich denke. Genau. Übrigens, ja, nicht vergessen, wieder Daumen nach oben geben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns. Auf jeden Fall. So, tschüss, eure Nathalie.